Bravo 6, going dark. Looking good. Hey, wir könnten einen High Five machen. Ja, das? Warte, kurz, warte, kurz. Na, warte, wir hier? Ja. Oder? Na, es ist besser. Ich werde überspielen. Das ist gut. Dann ist besser. Na, aber es ist die Weg. Ja, okay. Ich werde überspielen, okay. Tää. So, da sind wir wieder. Hallo bei den Big Boys. Wir haben noch immer keine gescheite Begrüßung. Also, es ist fucking hot. Schon. Summer. Rekordhitze. Ja. Bei mir aber zu Hause ist 40 Grad. 40. I shit you not. Ich hab zu tun mit meinen Eltern. Es ist alles über 23 ist zu schlimm. Deswegen deny es einfach. Das ist meine Taktik. Ich sage einfach, okay, es ist über 23 Grad, nothing that I can do. Das ist eine whole different way of climate change denial. Nein, es gibt dieses Wetter nicht. What I deny does not exist. So, as is tradition, shoutout. Ich mache einen, du machst den anderen. Ich mache den einen. Nämlich unsere Street to Ocean Boys sind straight in the Goshen. Straight in the Goshen, sind gerade auf Tour, machen nicht ohne Osteuropa unsicher. ich verfolge sie super gern auf Insta, wenn sie Fotos und kurze Videos und so. Ja. Es ist ihre erste längere Tour. Yep. Daher Bernie Ulrich ist, was ich mitbekommen habe, der Tourmanager. Das ist nämlich ein routinierter Dude. Der war mit All Faces Down dort schon in der Gegend unterwegs. Ich weiß nicht, ob es eine Tour war oder für ein großes Festival. Länder zähle ich jetzt nicht auf, weil ich es echt weiß. Es ist eh wurscht, man kann sie nachschauen. Ja, ich hoffe, es gibt irgendwas, so eine kurze Doku oder irgendwas, weil ich liebe das einfach. Ich liebe das, wenn Underground-Bands, gerade wenn erste Tour ist, wenn es dann wie einen kurzen Recap gibt, ja, auch wenn es jetzt nicht irgendwas super fancy ist, wie also High Quality und Blau. Also es ist irgendwie cool, weil es versetzt mich sehr schnell zurück, wo ich selbst getourt habe auch. Ja. Und es ist einfach, es ist super hart, es ist super Arsch, ja. Aber es ist super spannend und es ist, man kann sich als privilegiert sehen, ja, wobei, das klingt so, als wäre sie in den Zug geflogen. Sie haben das schon selbst auch zusammengestellt, ja, yep. Und selbst gebucht. Also das ist keine huge agency oder irgendwas dahinter. Es ist schon DIY as fuck. Das ist eh cool. Nein, die ersten Eindrücke von den Fotos sind auf jeden Fall, dass die Crowd abgegangen ist. Abgeht. Ich habe eine Vorshow gespielt, das sicher cool war. Wie Sensor. Ja. Dirty, hot, ja. Hard. Yes. Ja. Und das ist The Crucible. Richtig, ja. Wenn es das überlebt hat. Wenn es das überlebt, dann ist es definitiv alle Shows, die in Zukunft kommen, das flutscht viel mehr. Ja. Das ist mehr dieses The Band of Brothers Ding. Ja. Das apropos Hard und Crucible und Überleben bringt uns zum nächsten Shoutout. Yeah. Damn Band mit einem neuen Album. Ja, Datum? 4.8. 4.8. Ja. Scheiße, jetzt haben wir Datum gesagt. 4.8. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich habe ja ein Musikvideo gemacht für die Burschen. Uh-huh. Ghost of Sparta. Tech Death AF. Straight out of Internet. Ja, straight out of Internet. Thema sind Games. Dieses Mal God of War. Letztes Mal war es Dark Souls. Es gibt auch ein Rick and Morty Intro Tribute. Ja. Also, es ist ein Nerdfest. Ja. Und ein Shredfest. Far. Also, das ist was, wo man auf jeden Fall mal reinhören sollte. Egal, ob man jetzt ein Tech Death Fan ist oder nicht. Es ist einfach sehr impressive, was da alles passiert. Also, hört's rein. Far, bitte. Unbedingt reinhören. Nächster Punkt. Konzerte, auf die wir waren, die uns gefallen haben. Ja. Ich mach Wien. Okay. Ja. am 10.7. war das. Wiener Fenster. Mhm. Nämlich Myra, Borg und The Unholy Frontiera. Ja. The Unholy Frontiera. Ja, also nur Frontiera. war super cool, weil
gemischte Genres sind da zusammengekommen. Myra eher so ein bisschen Shoegaze, Post-Rock, ich sag sicher jetzt falschen Bands, aber es war da ein bisschen Death Heaven dabei, es war habe ich das Gefühl, ein bisschen Mogwai und God is an Astronaut, so in die Richtung. Mhm. Mit drei Vokalisten, ne? Also sehr wild irgendwie. Dann war Borg definitiv für Fans von ISIS, mhm. die Band, not the terrorists. das ist aufgelegt, das muss man bringen. Ja. Sorry, ISIS. Die Band. Carter for Luna, solche Geschichten. Für Fans von Amea. Instrumental, Post-Metal, Heavy, lange Songs, viel Atmosphäre, Pressure, alles auch DIY-Shit. Ja. Eigene Lichtshow dabei gehabt. Mhm. Und die haben das Fenster riesig groß gemacht. Cool. Ja, damit. Und Frontiera ist so und so, also für Fans von Chaos-Mucke ist es definitiv der Shit. Ja. Ja. Also Dillinger vor allem, ja, absolut, ja. Converge, so in die Richtung. Naja, der Sänger war... Chad Capper. Ja, genau. Muss aufpassen. A Dark Orbit. Mhm. Der Band und When Knives Go Skywards, ja, mhm. noch mit Josh Travis, der jetzt bei Emure ist und davor bei Glasscloud und davor bei The Tony Dancer Tap That's Extravaganza. Also in der Zwischenzeit auch eine ein bisschen ein underrated Guy in diesem ERG-Game. Aber man kann fast schon behaupten, dass das Frontier schon eigentlich eine Art Supergroup ist, weil die sind ja alle aus anderen Bands kommen, die schon namhaft sind. Und dort schon was waren und haben sich dann irgendwie gefunden. Ich habe sie vor ein paar Jahren einmal fotografiert, am Euroblast. Waren vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Ja, und war einer der Bands, die, nachdem ich die Fotos gemacht habe, auch sehr lieb geschrieben haben, hey, voll coole Fotos, ich würde das gern so für meine Sachen verwenden, kannst du mir die Fotos schicken? Einerseits das und andererseits... Was mir aufgefallen ist, jetzt in Wien, mhm. Sie haben sowohl Myra als auch Borg in der ersten Reihe haben sie zugeschaut, gefilmt und auf ihre eigenen Social Media Plattformen gestellt. Ja, wirklich, ja. Wirklich toll. Was ich weiß, vom Tim, einer der Gitarristen von Borg, werden die sogar produzieren gemeinsam, also die nächsten Borg-Sachen macht. Schlag mich tot, ich weiß nicht, wer von Frontier produziert. Ich glaube, einer von den Gitarristen. Ja. Bitte mich zu berichtigen, das ist okay. Ja, mir entgehen die Namen auch gerade. Aber wie gesagt, beide... Es ist zu heiß, oder? Ja. Ja, blame it on the heat. Stay hydrated. Stay hydrated. Ja. Hydro Bros. Shout out water. Hydro Bros. Die nächsten 30 Sekunden sind still. Unmöglich, 30 Sekunden zu saufen. Ja. Nein, aber wie gesagt, es war wirklich cool, dass sie auch so... so humble in der Hinsicht sind und einen random Fotografen wirklich auf ihn zugehen, hey, ich habe deine Fotos gesehen auf Social Media, voll cool, ich würde die gern für mein Business, weil sie sind ja, wie gesagt, solo auch alle unterwegs und helfen mal dort aus, mal dort als Session-Musiker und wollten sie es halt für ihr Portfolio haben und da habe ich natürlich gern mitgewirkt und ihnen die High-Res-Pictures geschickt. Also sehr cool, wenn Bands auch einmal sowas machen und es nicht immer der Fotograf sagt, hey, ich habe Fotos von euch gemacht, könntest du mir vielleicht einen Shoutout geben? nein, das war schon sehr cool und es ist High Intensity. Voll. Noch zum Thema nur kurz von vor. Stimmt, weil ich meine, Frontier ist schon sie sind international bekannt, aber sie sind dennoch sehr underground. Ja, 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 ja. Das heißt, die verstehen einfach wie's die Dynamik in den lokalen Szenen geht. Genau, ja. Und dass jeder Mentioning bringt der jeweils anderen Seite auch was. Ja, ja. Weil es ist, vielleicht sieht irgendwer dann deine Fotos und denkt sich, wow, cool, okay, das ist aus Wien, ah, okay, wenn ich in Wien spiele mit Frontier 2, dann hoffe ich, dass der kommt, weil das sind Kick-Ass-Fotos. Ja, ja. Voll. Wird nicht oft passieren, aber wenn es passiert, ist ja, hey, das reicht, und das reicht. Ist einfach dadurch, dass du diese obskuren Plattformen hast, da kommen dann doch irgendwie die schrägsten Leute zusammen und man hat diesen kurzen Bond, man beeinflusst sich gegenseitig. Super schön. Ich romantisiere das gern. Deswegen breche ich jetzt ab. Ja, okay, gestern waren wir in Bratislava.
Aber noch ein anderes fettes Konzert gesehen. Ja, ein sehr interessantes Line-Up. Yes. Ein völlig britisches Line-Up. Vor. So kurz vor Brexit. Vielleicht hätten sie die Not-So-Hard-Brexit-Tour genau, 2019. Also richtig. Loath, Rollo Tomassi und die Almighty Architects. Yes. Sehr stark. Die Reviews, du. Sehr stark. Ich war lange ein bisschen skeptisch bei Loath. Ich weiß, dass du sie sehr feierst und sie eine Zeit lang sehr gepusht hast. Auf Recordings haben sie mich ehrlich gesagt nicht so überzeugen können. Mhm. Ich fand ihr Social Media Auftreten und ihr Image und ihr Brand und das alles war on point. Das war sehr on point. Das hat mir sehr gefallen, aus egal welcher Hinsicht. Jetzt als einfach Fan, als Fotograf, als Videoguy. So rot, schwarz, weiß und eine harte Körnung. Konsistent. Es ist Loath. Ja, es ist sehr cool gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Aber die Musik hat mich auf Recordings nicht überzeugt. Ja. Ich bin aber sehr froh, dass ich sie gestern live gesehen habe, weil das war Game Changer. Das überzeugt live sehr. Sie sind so eine Chaospartie. Also sie haben nicht diese so eine koordinierte Choreografie oder irgendwas. Nein. Es gibt einfach Parts oder Grooven. Richtig. Wenn es abgeht, fliegen die Gitarren durch die Luft. Sie schauen in der Hinsicht, was ich auch immer recht spannend finde, als Bandmitglieder einzeln auch nicht aus, als ob sie gemeinsam in einer Band spielen. Absolut gar nicht. Also der eine Gitarrist rechts mit seinem runden Sonnenblatt. Der schaut aus, als ob er ein Dude aus einem 90er Sci-Fi-Film ist. White Wesley Snipes, ja. Die ultra kleinen, runden Sonnenbrillen. Ja. Eine Mütze mit so... ein komisches Hawaii-Hemd und eine Dreiviertelhose. Ganz schön. Geil. Dann der andere Gitarrist, der Adiletten mit weißen Tennissocken. Und für die Leute, die Guitar Hero gespielt haben, ausschaut wie ein ungeschminkter Lars Umlaut. Also ein Big Boy. Aber die Sache ist die, dass du trotzdem sagst, so, okay gut, es gibt so diesen also Rock, so ein bisschen Szene-Dresscode, aber dass du trotzdem so die Konfidenz hast und so, okay, fuck you, das ist das, was ich auf die Bühne anziehe. Ja, das sie sind meine sie schauen alle aus wie Rockstars, aber nicht unbedingt, als würden sie in derselben Band spielen. Ja, voll. Das war sehr spannend. Ein bisschen trashig. Heute. Ja. Aber Performance war mächtig. Auch ihre Show sehr on-brand. Rot, weiß, Strobes, Full Power. Hat mir sehr gefallen. Voll. Das war sehr cool. Rollo Tomassi ist auch eine Band, die ich das ist ein bisschen eine Hassliebe. Zugang ist schwierig. Ja, der Zugang ist schwierig. Es gibt, die Mucke ist super komplex. Es gibt, ich müsste, wenn ich ehrlich bin, nicht mal sagen, dass es Songs gibt, die mir gefallen. Es gibt Stellen in Songs, die mir gefallen. Ich weiß. Es ist sehr viel Information. Es ist sehr cool, dass die Schauterin und Sängerin das machen kann. Das ist beeindruckend, dass sie diese Cleans mit diesen Shouts abwechseln kann. Dass der Keyboarder auch Shouts macht, wenn er gerade nicht am Keyboard steht. Es passiert auf den Gitarren urviel, am Schlagzeug passiert urviel. Ich habe aber trotzdem ehrlich gesagt Mühe, um da permanent reinzufinden. Musikalisch, ja, es ist wirklich schwierig. Sehr demanding. Ja. Was die Band auch noch auszeichnet, jetzt nicht onstage, aber sie haben eine ziemlich harte DIY-Mentality noch immer, machen voll viel selber auch. Plus, ich habe es schon ein paar Mal gesehen und es war eben auch von Anfang, Mitte, Ende Tour und sie geben immer Power. Ja. Egal, es gibt nur den Fight. Mhm. Auf die Bühne gehen und kämpfen. Ja, voll. Wahnsinn, you hear this? You hear this? It's a delivery, right? This is our intern. Flo, komm her. Shoutout, Florian, da, schau. Siehst du das? Talking to the mic. No. Das ist der Flo, the backbone of the scene. Schaut, dass wir big bleiben. Stay big. Danke. Hashtag stay big. Bleibst du so da? Oder? Ich warte. Danke. Rennst du noch? Bleibe ich jetzt nimmer. Okay. Ich warte jetzt einfach, bis mir die Anni schreibt. Und dann? Ja. Okay. Gut. Thanks for getting. Yes, danke. We love you. I know. Shoutout Florian Kössler.
Ihr seid alle keine Fans, er ist es. Wow, jetzt sehe ich sehr viel, wo ich Leute bashen könnten. Ja. Gut, auf jeden Fall. Headliner, The Almighty Architects. Ja. Man kann sagen über diese Band, was man will, aber sie sind on top of the game. Meiner Meinung nach. Are they though? Ich finde Performance, sowohl Leistung auf der Bühne als ein Ganzes, ihre Präsenz und so. Ich bin der Meinung, es gibt im Moment nichts, was da das matcht. Ja. Man kann von ihrer Musik halten, was man will. Ob man sagt, sie sind ein bisschen stehen geblieben in ihrer musikalischen Entwicklung oder nicht. Sie sind in ihrer Safe Zone und genau, die erforschen sie halt gerade. Das kann man durchaus argumentieren, ist auch ein valides Argument. Es kommt immer noch gut an. Viele Leute feiern das. Aber wenn man diese High-Quality-Musik verbindet mit dieser Bühnenshow und dieser Präsenz im Internet und Social Media und alles, was da darum herum geht, finde ich schon, dass man sagen kann, es gibt im Moment keine Band in dem Genre, das dasselbe Niveau erreicht. Vor allem mit der Story, die sie durchlebt haben, naja, mit dem Drama dahinter, mit dem, dass die Öffentlichkeit halt quasi jetzt dasteht und so, und das passiert jetzt. Ja. Crushed sie das, macht sie das stärker, werden sie anders, wird jetzt shit, bla bla bla. Ja. Das ist nochmal extra Pressure. Ja. Und wie du sagst, über das bringen sie jetzt genug Abwechslung oder machen sie jetzt schon das dritte Mal das gleiche Album, darüber kann man streiten irgendwie. Ja. Mhm. Manche Leute mögen das, dass sie einfach wissen genau, was sie kriegen. Ja. Ja. Und eine Band, ich mag es doch mehr, wenn eine Band so alle zwei Alben was Bisschen komplett was Neues, also wirklich die Hälfte weg, und weil ich sehe nicht den Sinn, etwas öfters zu machen. Aber wie gesagt, die sind abhängig von dem, die haben Familien, ja, die müssen Kohle verdienen, das ist ein Business und das macht natürlich die Entscheidungsfindung und wie man seine Musik schreibt und wie man es vermarktet und jada, jada, jada. Natürlich unheimlich komplexer und muss man halt relativieren, ja, finde ich. Naja. Alles in allem ein sehr, sehr gutes Konzert. Voll. Wie ist das für dich so mit, wenn du wohin gehst, auf ein Konzert und da spielen 3, 4, 5 Bands, magst du das eigentlich, dass die, wenn keine Ahnung, wenn es 5 Metalcore-Bands sind, oder magst du das, wenn es wirklich quer durch den Gemüsegarten, also schon natürlich Gitarrenmusik ist, aber zum Beispiel, das habe ich einmal gehabt, der Dillinger Escape Plan in Wien gespielt und da war wirklich eine Gent-Band, eine Post-Rock-Band und dann war ein Dillinger. Mhm. Ja? Mhm. Also von drei sehr, sehr unterschiedliche Genres. Natürlich alle schon eine gute Qualität geliefert, ein guter Sound und Performance war cool, ja? Aber ja, alienated dich das oder stört dich das? Oder ich muss ehrlich sagen, es ist bei mir dann doch irgendwo abhängig vom Line-Up. Mhm. Ich habe jetzt absolut nichts dagegen im Vorhinein. Mixed-Genre-Sachen fix nicht, das sage ich nicht. Ja, ja. Was ist das wildeste Line-Up? Also jetzt nicht Festivals, sondern wirklich, wo an einem Tag 3, 4, 5 Bands gespielt haben, wo du sagst, okay, hast du Beispiel? Na, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Okay. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass was du gesagt hast, dass du eine Janty-Band und dann eine Post-Rock-Band und dann Chaos. Und dann eine Chaos-Band oder meinetwegen eine Hardcore-Band oder je nachdem. Mhm. Das kann schon cool sein, wenn diese Bands Elemente teilen und in dem Fall kann man sagen, könnten sie im richtigen Line-Up ein paar Elemente teilen. Die waren echt. Die waren echt komplett. Also, ja, weil die ersten, das war wirklich so XFX und 7-Seiter getan. Die nächste Band war kein Gesang und langsamere Songs und viel Delay und dann ein Dillinger. In so einem Fall müsst wirklich etwas sein, wo ich die Bands kenne, denke ich. Okay. Weil wenn jetzt ein Line-Up ist, wo ich eine Band feiere und die anderen kenne ich nicht einmal und sie spielen unterschiedliche Genres, bin ich nicht so geneigt hinzugehen.
Okay. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber natürlich ist es auch schon öfters vorgekommen, dass ich irgendwo war, wo dann eine Vorband gespielt hat, die ich nicht kannte, die dann doch in einem anderen Genre unterwegs waren, wo ich mir dann gedacht habe, so, ich habe sogar ein Beispiel. Das war ein Konzert von Crossfaith, eine japanische Metalcore/Dubstep-Partie. Das ist schon crazy. Party Metalcore. Ja. Yeah. Und davor hat eine Band gespielt namens Normandy, die eigentlich so schon manche Songs sind Metalcore, manche sind dann schon wieder softer wie Metalcore, aber trotzdem sehr coole, positive, aufschwingende, energetische Musik, was halt meiner Meinung nach wirklich nicht zum Headliner passt hat. Sie haben so gut wie keine Screams gehabt, Crossfaith hat einiges an Screams. Ja. Es hat absolut kein Elektro-Komponent gehabt als Main-Element der Musik. Natürlich gab es im Hintergrund hier und da was Samples und Synthesizer, aber es war nicht so ein Main-Techno-Beat. Aber sie haben sehr, sehr wenig geteilt. Ja, genau. Und trotzdem, wie ich dort war, ich habe diese Band gehört und ich habe mir gedacht, so, hey, wow, wirklich cool. Und seitdem höre ich Normandy. Also das kann mich natürlich überzeugen. Ich habe, wie gesagt, nichts dagegen. Mhm. Es wird mich halt schon beeinflussen, wie schnell ich zu so einem Gig hingehe. Ja. Das ist schon etwas, wo es mich irgendwie trifft. Natürlich hast du bei Local Shows dass das schneller mal, denke ich, dass das Genres ein bisschen mehr durchgemischt werden. Okay. Weil Veranstalter vielleicht denken, mir sind die Genres, mir fehlt eine Band, oder mir sind die Genres eher egal, ich will einfach nur, dass Leute kommen. das ist auch das gute Recht von jedem Veranstalter übrigens. Wir reden ja jetzt nur darüber, wie es wir gern haben. Ja, nein, aber... Ja, was wir präferieren. Ich habe jetzt keine Abneigung davon. Ja. Es kann auf jeden Fall cool sein, ja, wenn man was Neues entdeckt, was man noch nicht so hört, oder eine Band in einem Genre, die zwar gut ist, aber man eben einfach noch nicht in seiner Library drin hat. Ja, voll. Ich mag es allerdings, weil ich immer das Gefühl so, jetzt habe ich wieder fresh ears für das. So ein Palette Cleanser. Ja, voll. Und da habe ich nicht das Gefühl so, okay, jetzt sagen wir, wenn ein paar, also wenn Genre gleiche Bands spielen, die sich Elemente teilen sich vielleicht auch gegenseitig beeinflusst haben sogar, dann hörst du halt ein paar und dann denkst du, okay, fuck, das habe ich jetzt gerade vorher gehört. Zwar nicht eins zu eins, aber ich sage dir, jedes Genre hat seine Sandbox und seine Elemente und du kannst dich nur so weit bewegen. Ja? Dann hörst du den gleichen Funktionsbreakdown. Ja. da auch. Ich glaube, wir uns auch sehr einig sind, ist Changeover-Musik. Changeover-Musik? Ja. Spielt's. Ja, ja. Boah, House, kannst, 80s, ja. Pop, whatever. Ja. Das wünsche ich mir von einem jeden Veranstalter oder von einem jeden eigentlich Haustechniker oder zumindest Techniker für eine Band. Wenn du eine Death Metal Band hast, spiel keine Death Metal. Ja, wenn ich keinen Metal. Richtig. Wenn ich an einem Hardcore Abend ein paar Local Bands sehe, spiel nicht Hatebreed. Ja, voll das. Ja. Oder spiel vielleicht Local Music, wenn dann. Ja, okay. Ja, sowas. Ja, wenn es schon Metal sein muss oder so, gib den Leuten was Neues. Gib ihnen nicht immer Pantera Walk. Ja. Slayer! Ja, Slayer. oder Furnitures. es ist so, keine Ahnung, ja. Spiel Hip-Hop, spiel Pop-Music. Ganz schwierig ist 80s Rock-Music. Ja, weil es besser produziert ist. Ja, ne? Ist scheiß gut produziert. Und aufpassen, danach klingt die Band sehr schön, sehr dünn. Ja. Far. Aber jetzt gehen wir mal von der Bühne weg. Oder hast du noch was zum Sagen? Nein. Peter Gordebecker. Nein, das ist... Jetzt holen wir das Thema raus. Jetzt stricken wir uns die Ärmel auf. Are you ready? Ja, immer. Ja, Podcasts. Podcasts sind ja prinzipiell, also rein historisch gesehen, sind Podcasts ja nur Audio, in Wahrheit. Ne? Mhm. Ein Dude, der was redet, zwei Dudes, die zusammenkommen, über was diskutieren, da hört man zu und dir fehlt sämtliche visuelle
visueller Input. Naja. Genau, that and this and ugly faces and the hands. And, naja, danke fürs Soufflieren. Super, das hilft mir. Great job. Shoutout Florian Kessler. ja, und halt, das hat sich natürlich weiterentwickelt. Es gibt immens viele Mischformen. Es geht mit Bild, mit Audio, mit, I don't know, live gestreamt, aufgenommen, so wie jetzt, beides, mhm. Bla bla bla. Natürlich die Jagd nach den Views und nach den Klicks. Und wie sehr suchst du deine Hörerschaft oder um was geht's dir? Geht's dir um eine Message, die du verbreiten magst? Geht's dir um Selbstverwirklichung? Bla bla bla. Ja. Unser Leitspruch im Moment ist ja noch immer, wir haben keine Ahnung. Nein, wir haben keinen Plan. Wir haben keine Ahnung. Ja, wir wissen noch immer nicht genau. Wir vergessen jedes Mal irgendwas. Auch, ja. Und aber das ist der Beauty of it. Ja, da geben wir Leuten was zum Kritisieren. Und wir selbst wissen ja noch nicht, was genau wir damit jetzt eigentlich wirklich bezwecken. Ja, wir forschen das on the fly und ihr seid alle dabei irgendwie. Und natürlich kriegen wir Input und dann ist natürlich die School of Thought da. Ja? Mhm. So, viele Leute sagen natürlich, wenn ich unterwegs bin, dann wäre es cool, weil YouTube ist ein bisschen shitty, da muss ich das Handy offen lassen und das Video rennen lassen, aber ich möchte es gerne nebenbei hören. Oder ich horche nur Podcasts, ich schaue eigentlich eh nicht. Was gibt es noch für Argumente? Komm ein bisschen. So lange kann ich meine Hand nicht so halten. Oh ja, ich fahre. Wenn die Leute super schwach sind, ich kann es nicht. Dann leg's hin. Ja, wurscht. Kauf dir ein kleineres Handy. Genau, geh ins Gym. Ja. Oder sei übergewichtig, dann hat er ein bisschen mehr Power. So ist in die Richtung, ja, oder auch, ich mag Podcasts und Interviews, die ein bisschen kürzer sind, die geschnitten sind und so weiter und so fort. Dieses Ding, können jetzt jeder 5 Minuten drüber reden, was er, wie es gerne hätte, ja. Was ist dein Ding, zu welcher Schule gehörst du? Ja, also jetzt auch Hörbücher und Podcasts und Interviews und also ich bin schon jemand, der einiges an Hörbücher hört. Ich finde das entspannend, vor allem, weil ich es eben nebenbei irgendwas machen kann. Also da bin ich vielleicht schon irgend so diese neue Generation des nicht aktiv etwas hören, wie man es bei Musik so viel kennt, sondern eher, es rennt im Hintergrund, ich kann nebenbei was machen. Das funktioniert bei mir für Hörbücher etwas besser wie für Musik. Also so, wenn ich die Wohnung putze oder was koche oder so. Podcasts oder so etwas schaue ich mir lieber an, weil es irgendwie schon wertig ist, wenn man eine Mimik dazu hat. Ich meine, da kann ich eh sagen, da sind wir uns eh einig. Ja, Gestik, filmen. Ja, richtig. Nein, aber Gestik und Mimik sind einfach wichtig. Man kann es gibt sehen, ob etwas zynisch ist oder wie ernst etwas ist oder wie aufgeregt jemand ist, wenn er etwas erzählt, in einer positiven Hinsicht oder in einer negativen Hinsicht. Die menschliche Komponente auch. Absolut. Ja, du hast nicht zwei Stimmen, die durch den Raum fliegen und die dir im Ohr sitzen und zuflüstern. Genau. Ich denke auch, dass es natürlich irgendwo auch ein Entgegenkommen geben muss. Man muss irgendwie einen Kompromiss eingehen mit seiner Hörerschaft, weil man sonst seine Ziele einfach nicht erreichen kann. Mhm. Dazu müssen wir wissen, was die Ziele sind. Aber ja, form. Nein, also es ist natürlich, ich verstehe absolut, diese Bite-Sized-Sachen sind schnell einmal gut. Was meinst du? Also kurzer, wirklich produzierter Content. Ja, voll. Also kurzer produzierter Content unter 10 Minuten oder noch kürzer. Das ist was man sich so, ich stehe kurz in der U-Bahn oder in der BIM, ich schaue gar aufs Handy, ich höre mir das an, passt und dann muss ich umsteigen oder was auch immer, das geht sich aus. Geht dir das am Arsch, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lang ist dein Arbeitsweg mit den Öffis? 20 Minuten. Und du hast einen Podcast, der dauert 25 Minuten quasi. Ja, na, ich stehe dann vor meiner Arbeit und schaue ihn fertig. Du hast fertig? Ja. Das verstehe ich. Ja. Completionist. Ja, das schon. nein, also wie gesagt, dieses kürzerer Content, vor allem kürzerer Content, der aus längeren Content rausgeschnitten ist,
funktioniert schon, um Klicks zu treiben. Quasi so Highlights. Ja, funktioniert absolut, um Klicks damit zu treiben. Das richtig, also ich weiß das selber, ich habe das bei mehreren Sachen gehabt, wo einfach der YouTube-Algorithmus mir irgendwas vorschlägt, ich schaue mir das an, hey, das war interessant, ich will mehr davon hören, ich schaue mir jetzt das ganze Ding an oder ich höre mir das ganze Ding an. Das funktioniert definitiv bei mir. Andererseits ist es eben irgendwo auch ein Mittel, das man einsetzt, wenn man Views haben will, wenn es dir zu einer bestimmten Grenze um Views geht, meiner Meinung nach. Und das kann man sogar irgendwie weiterziehen in wie du dein Musik-Content oder so irgendwas anbringst. Weil eine Single ist ja irgendwo auch nicht mehr wie das andere. Du bringst ein bisschen was raus und wenn Leute das gefällt, hoffst du, dass sie das Ganze anschauen. Sorry, ne? Oder Filme mit dem Teaser und Trailer. Ja, Trailer, absolut, bla, bla. Absolut. Ja. Also das hat schon sein Existenzrecht. Ich denke halt... Glaubst du, dass diese so benutzerfreundlicher Content, quasi, dass du alles in Häppchen machst, ja, einfach, I don't know, du bist ein Content Creator, und machst eine Stunde Podcast, ohne irgendwas, sondern machst einfach einen Podcast, haust ihn raus, genau. Ja. Da hast du noch einen, der ist in einem ähnlichen Feld wie du und der macht quasi einen Podcast plus etwas wie ein Trailer oder so ein Best-of-Ding oder so. Ja? Dass so ein dieses Wettrüsten entsteht und dass das weitergehend zu dem geführt hat, dass das im Prinzip die gesamte Gesellschaft so verändert hat, dass das mehr oder weniger jetzt die Benchmark ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne dadurch so schon geschrumpft ist. Ich meine, das ist nicht von heute auf morgen. Aber dieser Prozess. In den letzten 10 Jahren. Absolut. Ja, immer dieses. Ich meine, so nehme ich wahr, dieses Entmündigen der Gesellschaft. Ja, und dieses immer mehr entgegenkommen und immer mehr behandeln wie nicht wie reife Menschen, sondern wie Babys in Wahrheit. Also füttern muss und muss die pflegen und muss schauen, ja, das ist okay und du brauchst nur da draufklicken und wir haben große Buttons und schöne Bilder und so und die ziehen auch die Aufmerksamkeit und alles muss lauter und bunter und flashiger und kürzer und condensed sein. Absolut, absolut. Ich finde, das ist auch eine Entwicklung, die mir zu einem gewissen Ausmaß am Nerv geht. Unfassbar. Ja, deswegen bin ich auch der Meinung, dass, weil wenn man jetzt ein Ziel für unseren Podcast irgendwie definieren müsste, ist es einfach Information verteilen. Und Meinungsbildung auch, finde ich. Ja, Meinungsbildung und herzeigen, was es gibt, was die Möglichkeiten sind. Andere Meinungen herzeigen, wo man dann eben seine eigene Meinung bildet. Und zu sorgen, dass die Szene so irgendwie besser informiert ist und man für sich das nehmen kann und dann weiterbringen kann. Halt dadurch so ein bisschen, finde ich, so den Status quo auch brechen. Genau, und ich finde, dass das schon etwas ist, wo man auch einfach sagen muss, da braucht es von jemand, der sich damit beschäftigen möchte, ein gewisses Commitment, wo man sich hinsetzt, okay, passt, das interessiert mich, ich weiß, das dauert jetzt, ich schaue mir das ganz an, weil es mich interessiert. Zeit ist das höchste Gut. Voll. Trotzdem muss ich sagen, es ist irgendwo muss man halt dann doch auch einfach ein Realist sein und sagen, na, die Gesellschaft ist halt so, sie hat am liebsten diese 2 Minuten Videos, die in der Facebook-Timeline vorbeikommen. So, das schaue ich mal an und nicht mehr. Irgendwo gibt es dann ein Entgegenkommen und da muss man einen Kompromiss finden, wo man mit sich selber leben kann, das ist Longform genug, dass ich sagen kann, ich kann in-depth Sachen besprechen und ich habe für mich noch nicht irgendwie diese Grenze überschritten, dass man selber am Nerv geht, dass es so bite-size ist. Voll, ja. Was übrigens ganz kurz noch, was mir gerade eingefallen spannend ist, diesen Trend gibt es ja in Musikvideos, Musik selber, alle Musik wird immer kürzer, wegen den Streams und den Klicks. Musik wird anders strukturiert, damit man gleich am Anfang schon das Highlight hat und nicht erst nach zwei Radeln von allem. Ich glaube, ganz interessant, das einzige Medium, was in einen komplett anderen Trend geht, ist Film. Filme werden länger, ja. Meinst du? Das ist interessant irgendwo.
Vor allem, das hängt aber auch sicher irgendwie damit zusammen, dass zum Beispiel eben die Streamingdienste wie Netflix zum Beispiel, du jetzt viel mehr Serien hast. In einer Serie, kriegst du 10 Stunden Story unter. Ja. Ja, und da sind die Leute dann doch wieder bereit, dass sie da trotzdem 10 Stunden teilweise am Wochenende binge-watchen. Und da haben sie Zeit, weißt du? da geht's dann auf einmal. Eine Serie binge-watchen oder das Endgame 3,5 Stunden dauert. Oh, who fucking cares? Es ist geil. Es wäre noch geiler, wenn es 4 Stunden dauern würde. Nicht nur, dass es 3,5 Stunden dauert, sondern dass du 10 Jahre dich durch alle Superheldenfilme durchbeißt, ja? Damit du diesen einen Film endlich checkst. Ja? Love it! So in Richtung. Love it! Aber das ist alle sterben. Aber das ist schon eine interessante Entwicklung, weil es eben in Musik und Kurzform-Content, eben wie Kurzfilme oder YouTube-Sachen oder was auch immer, wo man sieht, dass 10 Minuten bei YouTube-Content 10 Minuten die heilige Zahl ist. Und bei Musik, wo du siehst, dass diese 3 Minuten 30 Pop-Song-Ding, dass das jetzt eher schon 2 Minuten 50 geworden ist. Weil die Attention Span einfach geringer wird bei Sachen, die eh schon Kurzform sind. Also ich finde das schon spannend. Aber ein wichtiger Faktor ist, wir sind ja nicht abhängig von unserem Podcast. Nein, überhaupt nicht. Ja, wir haben, das ist das Orge, wir haben in der Hinsicht die Freiheit, alles zu tun, was wir wollen. Mhm. Ja, und wir können, also müssen wir uns, ja, das gleiche gilt auch, finde ich, für Underground-Bands, müssen wir uns allen Konventionen borgen. Können wir nicht, ich meine, ja, da bin ich der Rebell und der Anarcho, ja, Fight the Power, können wir nicht dagegen steuern und unsere Gesellschaft, unsere Subkultur versuchen zu, also nicht genau im Gegenteil, aber vielleicht ein bisschen die Gegenbewegung, ja, und sagen, committed zu Sachen, weil Leute, die in der Underground-Szene sind, das ist so und so ein Uphill-Battle. Sprich, das sind eh Leute, die schon committen. Ja, und die eh sagen, ich weiß, ich spiele in einer Band und da tut sich und jetzt möchte ich ein Album machen und ein Video, bla bla bla. Das heißt, das nächste Jahr wissen wir schon mal genau, wofür unsere Zeit drauf geht. Ja? Sicher. Und wir fahren für 30 Minuten für einen Gig, ja? scheiß mal auf ein ganzes Wochenende, man scheißt nicht drauf, das ist super geil, ja? Aber du stehst am Samstag auf, du fährst in den Proberaum, du zahlst deinen Scheiß, du fährst irgendwo nach Vorarlberg, dann spielst du 30 Minuten, packst wieder zusammen, fährst durch die Nacht durch oder am nächsten Tag, wurscht, das Wochenende ist angepasst, ja? Und bist wieder zu Hause für 30 Minuten. Ja. Ja? Wenn das nicht schon Commitment ist, ja, und Bands das vorleben, kann man das vielleicht der Hörerschaft dann auch zumuten oder auch nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich würde das halt gerne probieren. Ja? Weil, wie bereits gesagt, mein Kernargument ist halt eben, dass du Tiefgang und komplexe Inhalte kannst du nicht schneller mal machen und drüber fahren und so. Weil du kommst einfach nicht hin. Du musst oftmals viel mehr erklären und einleiten und Vorwissen schaffen, ja, dass du zu dem Kern der Dinge kommen kannst, ja, und sagen kannst, okay, und das ist halt kein simples Thema. Ja, ja. Ja. Und dafür brauchen wir jetzt Zeit und da setzen wir uns eine Stunde hin und reden. Ja, ja, na, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ja. Ich bin halt dann einfach vielleicht zu realistisch, dass ich so ein Ideal nicht zu 100% in mein Hirn setzen kann. Yes. Und einfach sagt, na, dann machen wir einen Kompromiss, deckeln wir es auf eine X-Minuten-Länge. Ja. Egal, was für Medium es jetzt ist. Deckeln wir es, dass du dieses darauf hinarbeitest, eine Art Best of Both Worlds zu sein, dass du schon lang genug bist für Tiefe, aber dass du nicht sofort abschreckst rein mit die Zahl. 3 Stunden. Ja, fuck, ja. Fix nicht. Ja, der Ringe dauert weniger lang. Voll. Was zum nächsten Ding bringt, wir haben eben von vielen Leuten gehört, eben, ich würde jetzt gerne auf Spotify hören. Ja? Mhm. Wie user-friendly müssen wir das machen? Zieht uns das Views von YouTube quasi weg? Ja? Können wir da nicht eigentlich gleich drauf kacken und das eigentlich nur Audio gleich und wir distribuieren es nur darüber und scheißen auf die Filmerei, bla bla bla. Mhm. Das ist halt, wie gesagt, die Sache ist, ich fotografiere gern und ich filme gern mit dir Sachen. Ja? Und eben die Sache, dadurch, dass du es
visuell manifestierst, gibst den Leuten auch das Gefühl, sie sind dabei. Ja, ihr sitzt da mit uns. Und ich könnte es nicht sagen. Das ist cool. Ja. aber wir versuchen das ja so authentisch wie möglich zu machen. Ja, also wir sind ja so in real life ähnlich, ja, glaube ich einmal, würde ich sagen. Ja. Ja. Und einfach in dieser super Highspeed-Welt, wo alles auf dich runterregnet und nicht mehr so persönlich ist, ist, finde ich, wenn man authentisch ist, eine sehr wertvolle Währung. Ja, absolut. Und für diese Menschlichkeit brauchst du was zum Sehen und was zum Hören, finde ich. Ja? Und deswegen bin ich wieder auf der Commitment-Seite. Ja, sage ich, okay, Leute, ihr müsst euch halt mit uns hinsetzen und diesen Diskurs halt eingehen. Ihr könnt nicht mit uns direkt interagieren, aber es gibt viele Leute, die schreiben uns halt dann drauf und sagen, hey, habt ihr das schon bedacht und bla bla bla, und ihr helft uns zum Wachsen, noch bigger zu werden. Nein, ich denke, in der Hinsicht ist das wieder so ein eben, wie du sagst, Commitment etwas. Please, danke. Wo man auch einfach sagen muss, was ist uns wichtiger? Ist uns wichtiger, dass wir so viel wie möglich Leute erreichen? Weil dann muss es dir in der Hinsicht eigentlich wurscht sein, dass du Views nimmst und Listens dorthin kriegst. Möglicherweise sogar mehr als umgekehrt. Ist das Ziel, oder willst du eben darauf beharren, dass die Mimik ein wichtiger Teil ist? Dass du sagst, ich denke, dass das auch einfach etwas ist, wo man mehr Input braucht. Ich verstehe voll, wenn man sagt, na, ich möchte gerne nebenbei hören. Im Auto kann ich nicht YouTube schauen, wenn ich fahren muss. Du kannst. In einem Tesla. Dankeschön. Man kann natürlich auch einfach das Handy offen lassen und liegen lassen. Das geht, aber es ist halt nicht so praktisch. Und das ist einfach eine schwierige Frage. Ich denke, dass wir da irgendwann einfach dieses YouTube-Poll-Feature verwenden müssen. So, das kommt dann was da oben. Glaube ich, da. Side. Ja, da kann man da so klicken. Ich mag die Leute nicht entscheiden lassen. Ich mag. Es kommt ein Poll mit nur einer Option. Genau. Nämlich, es ist alles ganz wichtig. Nein, ich mag die Leute nicht entscheiden lassen. Ich möchte, schreibt uns eine Message. Ja, ja, formuliert was aus. Setzt sich hin fünf Minuten. Ja? Nehmt sich die Zeit. Seid Teil von dem. Committed. Ja. Ja. Wie viel haben wir denn? Wie viel Zeit? 42. Machen wir ein bisschen kürzer heute. Yes. Wir hätten noch ein paar Themen, aber die sind so zeitlos, dass wir sie eigentlich, das nächste Mal. Na, eins schneiden wir noch an, wenn wir schon bei Formaten sind. Mhm. Wir haben nämlich überlegt, also ein fixes neues Format zu den Scene-Interviews und zu den Scene-Talkers und zum Podcast sind jetzt unsere Q&As, also das werden wir jetzt extra machen, ein Video, wo wir nur die Fragen beantworten, die uns... Weil wir dann mehr beantworten können in einem höheren Tempo. Genau, und wir haben kein Video, das 2 Stunden dauert und das die Leute verschreckt. Sie schaffen es eh schon, weißt du, was ich meine? Das ist grinding down! Yeah! Und irgendwann gibt es dann zu jeder Frage ein Video, das eine Stunde dauert, mit einem Vortrag, mit Whiteboards und Presentations und Gestures und... Ja. Voll. Wir haben uns überlegt, ich meine, da werden wir nicht so viel sagen, weil es der Urtrend ist. Wobei, ist der Trend vielleicht schon vorbei? Reaction-Videos? Reaction-Videos ist so der Urklick. Ja, jetzt ist es. Bei manchen funktioniert es urgut. Eben zum Beispiel der Martin mag ich, dass er diese Drummer Reacts hat, weil das ist cool, weil er als Lehrer dran geht und sagt so, okay, die haben das und das gemacht, und das werde ich so machen, das ist gesund. Da gibt es auch ein paar, die waren da sehr früh dabei. Ich habe leider die ganzen Namen vergessen. Vocal Coach React. Ja. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Die waren überhaupt nicht so beliebt irgendwie. So viele Klicks haben die gar nicht gekriegt. Aber da gibt es schon welche, die seit einiger Zeit Content machen. Ich finde Reaction-Videos cool, die einen edukativen Hintergrund haben. Ja. Die sagen, also, die haben das so gemacht und die analysieren das. Zum Beispiel die ganzen Fine Bros, die überhaupt sehr viel YouTube-Drama gestartet haben, mit dieses... Elderly people react to Hip-Hop. So, oder Teenagers react to Rotary Phones. Ja, oder einfach, das ist ein Scheiß. Einfach irgendwelche Dudes. Das ist nicht wertig. Irgendwelche Dudes, die das erste Mal, oder keine Ahnung, gibt's,
Gibt es nicht eh so einen Dude, so ein Rauschebart, so ein Ginger Guy, der sich immer Metal-Songs anhört und der darauf reagiert, ja? I don't give a crap, ja? Es wäre geil, wenn er sich hinsetzt und mir einen Insight gibt. Voll, ja? es ist eben das von diesem Vocal Coach React, ist sehr interessant, weil da gab es nämlich ein Video von Disturbed, mhm. wo er ein Cover singt. Jetzt ist mir natürlich der Name von diesem Cover entgangen. Sound of Silence. Ja, genau, Sound of Silence, danke. Wo er das wirklich analysiert wie ein Vocal Coach. Ja, das ist geil. Wo er sagt, es ist sehr interessant, was für Range er hat, mhm. wie er seinen Fry anbringt. Ja, ja. Das ist sehr cool, das ist sehr schön. Er kann es nicht, das ist nicht seine Musik, aber es ist wirklich impressive. Das ist cool, weil da sieht man eine Meinung von einem Professional. Ja. Und der sagt dir, was da gut rennt, was da schief rennt. Und der erklärt sagt, auch so, dass jemand, der kein Shouter ist oder noch nicht so into deep ist. Ja. Sehr cool sind in der Hinsicht auch, das sind nicht wirkliche React-Videos, die sind von, ich glaube, Wired oder Variety, keine Ahnung. It's weird, Wired. Nein, aber die haben zum Beispiel solche Sachen wie ein ehemaliger CIA-Agent. Genau. Schaut Filme an und sagt dann, wie realistisch das ist. Oder jemand, ein Akzentcoach, schaut sich Filme an und sagt, der hat seinen Akzent voll genailt, weil er macht genau das richtig. Das finde ich, find ich coole Reaction-Videos. Obwohl ich, keine Ahnung, ist es passiert, glaube ich, I don't know. Wir schauen mal lieber. Echt? Ja. Schau du, Doktor. Gibt es noch Health Bars? Es gibt Health Bars, bewegen sich schon mal. Ist das okay? Cool, ja, dann schaut's gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. I just talk and it does things. Jetzt bin ich voll draußen. Stimmt, ich habe keine Ahnung von die Wissenschaft hinter Akzenten und bla 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 und Fake, der Schauspieler ist richtig. Aber das war voll interessant. Ich weiß jetzt, dass es ein Atlantic English gibt. Voll, genau das. Ja. Oder eben unsere YouTube-Movie Guys, Corridor Digital, die sich hinsetzen und schau's doch, die CG-Sachen analysieren und sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Oder die zum Beispiel auf Fehler hinweisen, was jetzt aber nicht schlecht macht. Ja? Nein, aber einfach ist ein cooles Detail. Ja, und das sagt, okay, hätten sie mir das nie gesagt, das wäre mir nie aufgefallen. Ja, dass da ein paar Frames rausgeht. Eben so. mit der Relativierung. Dieses, manches Mal hat man nicht die Zeit, um es perfekt zu machen. Und dann ist es halt ein Trade-off, ist es gut genug? Wem fällt es auf, wem nicht? Und dann sagst du, fuck it. Und weil die Leute achten eh darauf und das passiert da unten links. Und es wird natürlich, es gibt immer Leute, die sich hinsetzen und das das sind auf jeden Fall coole Reaction-Videos. Ich denke, dass ich in nichts, was ich tue, so professional bin, dass ich ein gescheites Reaction-Video machen kann. Okay, das heißt, du eliminierst Big Boy Reaction-Videos. Ich denke... Wir haben schon mal drüber gesprochen, nämlich Reaction-Videos zu zum Beispiel Musikvideos zu machen oder Live-Videos von österreichischen Underground-Bands oder zu Content oder so. Dass wir wirklich dezidiert ein Stückchen mal hernehmen und das vielleicht polarisieren und sagen, okay, gut, was steckt da vielleicht technisch dahinter? Wie hätten wir es gemacht oder was finden wir cool oder warum finden wir es cool? Würde euch sowas interessieren oder nicht? Das ist prinzipiell das Erste, wo wir noch ein bisschen Pseudo-Wissen haben. Nicht nur Pseudo-Wissen, sondern auch einfach eine Art Reputation und Backlog herzeigen können, dass wir... Till you make it. Nein, aber dass wir selber in diesem Feld doch auch... Blöd, eine Tätig und eine Leistung gebracht haben, wo man dann auch sagen kann, so, es hat einen qualitativen Wert, ich kann auch so etwas beurteilen. Okay, ich könnte sagen Bass Sounds. So, okay, ja, der hat einen guten Bass Sound aus meiner Sicht, der fügt sich gut ein, macht das und das und das. Das könnt ich sagen, alles andere ist Spitballing. Ja. Gut, aber um das Ganze auf ein Ende zu bringen, ich denke, dass alle, die uns anschauen, erst einmal reacten müssen auf dieses Video. Genau, dann wegschauen. Ja, und dann werden sie uns eh sagen, ob das was Gutes war oder nicht. Voll. Ich hab Hunger. Essen wir was. Big Boys out. Stay big. Essen. Gang Sounds. Voll gesagt. Nice. Perfekt. Aber es tut noch was. Und es nimmt auf. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Oh ja.